eingeschärft ja. ist bei dir? Guck mal, ja, ist eingeschärft. Guten Abend, herzlich willkommen auch zu unserer Pressekonferenz. Ich darf Sie um Ihre Fragen an unseren Trainer Lucien Favre bitten. Keine Frage. Keine Fragen? Gut. Ich warte noch, wenn es keine Fragen gibt, sonst gehen wir wieder. Oliver Müller. Herr Favre, eine starke erste Halbzeit. Das Wunder, von dem viele gesprochen haben, ist trotzdem ausgeblieben und am Ende steht sogar eine Niederlage. Ja. Was glauben Sie, hat das vielleicht psychologisch für Auswirkungen auf die Mannschaft? Ist das neues Selbstvertrauen, weil man phasenweise gut gespielt hat, oder ist es wieder mal ein Erfolgserlebnis, das nicht gekommen ist? Ja, ich denke, wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gemacht, mit fast 6 Torchancen, glaube ich. Und leider haben wir kein Tor und wir wollten weiter so spielen und wir kriegen ein Tor nach 3-4 Minuten der zweiten Halbzeit. Nachher ist, wir wissen, es ist schwer, weil wir müssen 5 Tore machen. Aber ich denke, heute haben wir insgesamt ein sehr, sehr gutes Spiel. Erste Halbzeit sind viele Sachen, positive Sachen zu halten. Wir haben heute 0-1 verloren am Ende, aber das Spiel und die Qualifikation haben wir nicht zu Hause verloren. Wir haben dort unsere Qualifikation verloren. Wir konnten auch in der Halbzeit führen dort, aber das war kein Grund, 3 Tore zu kriegen. Vor allem die Nummer 1 und 2 waren zu einfach und wir haben dort das verloren. Gibt es weitere Fragen? Dann ist das eine sehr, sehr kurze Pressekonferenz gewesen. Ich würde Sie nun nur bitten, direkt zu fragen, damit wir nicht 3-4 Mal fast abbrechen müssen. Bitte schön, Ihre Frage. Herr Favre, Sie sind in der Bundesliga noch Tabellenerster, aber Sie sind jetzt hier ausgeschieden, Sie sind im DFB-Pokal ausgeschieden. Inwiefern haben Sie das Gefühl, jetzt auch als Krisenmanager gefragt zu sein hier? Ja, wir müssen das noch Spiel für Spiel analysieren. Ja. Wir haben das gemacht und immer jedes Spiel analysiert. Natürlich wissen wir, waren ein paar Fehler zu viel manchmal, kriegen unnötige Tore und haben wir einfach letzte Zeit unsere Torchance nicht gemacht. Zum Beispiel in Nürnberg, wir haben 6 klare Torchance. In Augsburg auch haben wir viele Torchance, das machen wir nicht und das ist so, das gehört dazu. Und heute auch nicht. Oliver Müller. Entschuldigung, darf ich noch eine Nachfrage stellen dazu? Ja. Ich meinte Sie persönlich, also inwiefern müssen Sie sozusagen jetzt, schauen Sie sich das nochmal an? Ich nehme das sehr, sehr positiv. Heute sind viele positive Sachen. Wir waren sehr gut in der ersten Halbzeit. War für mich nur eine Mannschaft auf dem Platz in der ersten Halbzeit. Und wir müssen weiter so spielen. Oliver Müller, bitte. Das sind im Grunde genommen jetzt 2 Fragen. Sie kassieren das Tor kurz nach der Halbzeit. Das ist nicht zum ersten Mal in dieser Saison, dass Borussia Dortmund ein Tor kurz nach der Halbzeit bekommt. Ist das Zufall oder ist vielleicht noch nicht die volle Konzentration so kurz nach der Pause wieder da? Und die zweite Frage, Paco Alcácer hat hier tolle Spiele gezeigt, tolle Tore abgeliefert. Momentan, er wirkt, auch wenn man ihn so anschaut, etwas unglücklich. Macht er sich zu viel Gedanken manchmal? Ich weiß nicht darüber. Ihre erste Frage, wann haben wir ein frühes Tor in der zweiten Halbzeit? Eine Rückfrage? Nur in Tottenham, oder? Sie sagen, wir haben mehrmals das früh in der zweiten Halbzeit ein Tor gekriegt. Ich meine, also tatsächlich habe ich auch an das Hinspiel gedacht, aber ich meine, es wären noch bei 1-2 Spielen der Fall. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, muss ich gestehen. Sagen Sie, welches Spiel? Sie können nicht so fragen und nicht sagen, welche Spiele waren. Müsste ich noch mal recherchieren. Ja, aber recherchieren Sie. Dann aber vielleicht der zweite Teil meiner Frage. Ich denke, es war in Tottenham und heute
Also, okay. Und für Paco, ja, das ist so, wir haben Torchance, das ist das Wichtigste. Es wird schon sowieso kommen, dass wir unsere Torchance machen. Okay, Olli, du nimmst einige Aufgaben mit nach Hause und wir versuchen weiterzumachen. Gibt es weitere Fragen? Trauen Sie sich gerne, bitte. Erste Frage ist, wieso hat der Hakimi heute nicht gespielt? Das ist eine sportliche Entscheidung. Es gibt Konkurrenz in aller Mannschaft und heute hat er nicht gespielt. Okay. Gibt es eine zweite Frage noch? Nein? Ja, vielleicht gleich. Okay, gut. Ich schaue jetzt nochmal in die Runde. Es gibt, glaube ich, keine weiteren Fragen mehr. Das heißt, wenn Sie jetzt noch eine haben, dann sehr gern. Nein? Okay, dann wünsche ich Ihnen allen einen schönen Abend. Bedanke mich für das Interesse. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Adieu. Au revoir.